Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Chiasso News International. Ich begrüsse Sie alle herzlich zu einer neuen kulturellen Veranstaltung im Kanton Tessin. Das vierte Jahr in Folge bietet das Max Museum die Weihnachtsausstellung an. Ein Termin für die Weihnachtszeit an, bei dem man ein Werk zum Thema bewundern kann. Das normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Meisterwerk, das für diese Feierlichkeit ausgewählt wurde, ist die Madonna mit der thronenden Rose. Ein Werk von Aurelio Luini in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Giovan Pietro. Das wertvolle Werk befindet sich im Atrium des Max Museums und kann bis zum 7. Januar 2024 kostenlos besichtigt werden. Bis zum 7. Januar 2024. Aurelio Luini und sein jüngerer Bruder Giovan Pietro sind Maler. Söhne des berühmten Bernardino Luini. Der im Tessin für das grosse Fresko der Passion und Kreuzigung Jesu in der Kirche Santa Maria degli Angeli in Lugano bekannt ist. Jahre später malte er die Pitta in der Kirche San Barnaba in Mailand. Die Freske von Santa Maria dei Campana in Palanza in Zusammenarbeit mit Carlo Urbino. Die Freske von San Vincenzo alle Monache in Mailand. Santa Tecla für den Mailänder Dom und die Madonna zwischen den Heiligen Rocco und Sebastian. Für den Dom von Tortona. Bitte beachten Sie, dass das Museum Max am Dienstag, den 26. Dezember 2023, am Montag, den 1. Januar und am Samstag, den 6. Januar 2024, Sonderöffnungen für die Feierlichkeit garantieren wird. Am Sonntag, den 24. Dezember, Montag, den 25. Dezember und Sonntag, den 31. Dezember bleibt es geschlossen. Das war's für diese Ausgabe. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Chiasso News International.